Wir stricken heute das Bündchen und berechnen die Ärmel. Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollaus-Team. Ja, heute geht es ja weiter mit unserer RVO-Jacke. Das ist ja unser Bad Oeynhausener Projekt. Karl, ich glaube, so hat Nicola das genannt. Ich bin jetzt so weit, dass ich das Bündchen stricke. Das werde ich mit euch jetzt gleich machen. Und dann berechnen wir gemeinsam die Ärmel. Ich finde, die Jacke ist so, so schön. Also ich bin wirklich ich bin richtig verliebt drin. Wirklich. Also ich bin total am Schwärmen. Also die Wolle, die ich benutzt habe, zeige ich euch nochmal ganz, ganz schnell. Ist die, hier bin ich, die Color Lab Socks British Wool DK. Also ist eine Sockenwolle. Ich habe hier die Farbe Soul, das ist die 1199. Wir haben hier auf den dicken, dicken Knäuel 337 laufende Meter, 150 Gramm hat das Ganze. Jetzt buddelt der Hund hinter mir schon wieder. Kennt ihr das, wenn die Hunde sich so einen Schlafplatz suchen und die buddeln eine halbe Stunde, die da das weg und hier das weg und da liegt noch eine kleine Falte, bis er das glatt gebügelt hat. Da müssen wir jetzt durch. So, jedenfalls, das Ganze ist angegeben mit einer Nadelstärke 4, 75% British Wool und 25% Nylon. Na, JJ, haben wir es jetzt? So, die benutze ich und als Beilauf Faden, jetzt schüttelt er sich noch, die Durable Glam. Und zwar habe ich hier die Farbe Pink Flamingo 229. Und wir haben hier 50 Gramm Knäule. Wir haben auch eine Vierer angegeben. Eine Lauflänge von 130 laufende Meter. So, das habe ich ja hier als Kombi gewählt. So, ich stricke das Ganze mit einer Zehnernadel, gehe aber fürs Bündchen auf eine Achternadel runter. Ich hatte das vorher schon ein bisschen ausprobiert und habe dann, ja, jetzt legt er sich hin, und habe dann, wie gesagt, erst die Neunernadel ausprobiert. Das war mir doch ein bisschen zu lose und daher gehen wir jetzt auf eine Achternadel, aber das ist ja das Schöne an einer Raglan-Jacke oder an einem RVO. Ihr könnt es selber bestimmen, wie ihr das machen möchtet. Also 10er-Nadel, das Teil gestrickt und wir gehen jetzt auf eine 8er-Nadel runter. Jedenfalls ich. Ihr müsst gucken, vielleicht bleibt ihr bei der 10 oder nehmt die 9, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. So, dann stricken wir jetzt gemeinsam das Bündchen. So, ich werde euch noch ganz kurz sagen, wie lang ich jetzt meine Jacke gemacht habe. Und zwar bin ich jetzt bei 60 cm. Ich habe jetzt 60 cm gestrickt und stricke jetzt mein Bündchen. Und schwupps ist das Bündchen fertig. Na, ich habe jetzt hier schon ein klein bisschen vorgearbeitet, weil ich denke, ihr könnt linke und rechte Maschen stricken. Ich sage euch gleich, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe jetzt insgesamt das Bündchen gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Reihen, 2 Maschen. Ich habe gar nicht wahr, ich habe mit einer rechts verschränkten Masche angefangen und habe 2 Maschen links gestrickt. Ich finde, das ist wirklich hübsch. Mir gefällt das unheimlich gut so. Auch hier habe ich natürlich vorher ein bisschen ausprobiert, aber das fand ich jetzt mal ganz schick. Also angefangen nach meinem nach meiner Blende habe ich mit einer Masche rechts verschränkt und 2 Maschen links. Eine rechts verschränkt und 2 Maschen links.
Fand ich wirklich hübsch. So, und wir ketten jetzt gemeinsam ab. Wo ist hier meine Nadel? Es ist ja doch sehr viel hier gestricktes auf meinem Tisch. So, also wie gesagt, ich habe das Ganze mit einer Achternadel gestrickt. Ich finde gerade so ein Bündchen verträgt es wirklich, dass man kleiner geht mit der Nadel und gerade so mit diesem rechts verschränken. Ich finde das einfach schöner, wenn es dann ein bisschen zarter ist von den Maschen. So, natürlich, hier vorne fangen wir jetzt auch an mit dem Abketten. Dafür werde ich die erste Masche stricken. Die nächste Masche stricke ich erst. Das mache ich immer bei den beiden. So, und wir fangen jetzt an, indem wir mit der linken Nadel vor die rechte Nadel, so dass euch jetzt hier die linke Nadel anguckt. Also es ist theoretisch wie rechts verschränkt stricken, nur dass wir jetzt hier beide Maschen nehmen. So, und dann holen wir uns den Faden und wir gehen jetzt durch beide Maschen durch. Jetzt habe ich hier eine linke Nadel, dann Masche, eine linke Nadel, eine linke Masche, die stricke ich jetzt auch links. So, gehe aber wieder mit meiner linken Nadel durch, so dass die linke Nadel zu euch guckt. Hol mir hier mit dem Faden mit der rechten Nadel und stricke sie gemeinsam ab. Jetzt habe ich ja hier eine Masche rechts. Die stricke ich jetzt auch rechts. Und wieder so, dass euch die Nadel anguckt und stricke beide zusammen ab. Also wie hier ist die nächste wieder links. Das haben wir ja am Anfang unsere Blende. Gehe jetzt hier wieder mit der linken Nadel rein. Hol mir den Faden. So, und das mache ich jetzt einmal komplett ganze Reihe entlang. Das ist halt unser elastisches Abketten. Das ist immer wichtig, finde ich, bei einer Jacke, beim Pullover, wenn man das Ganze elastisch macht. So, das Ganze, die ganze Reihe entlang und dann treffen wir uns zur Ärmelberechnung und zum Ärmelstricken wieder. So, jetzt berechnen wir unsere Ärmelmaschen. Und zwar, wir brauchen dafür als erstes natürlich wieder die Maschenprobe. Die ist immer wichtig, die brauchen wir wirklich für die Raglan-Linien, für die Abnahmen und, die müssen wir immer haben. So, bei mir hatten wir ja 12 Maschen auf 15 Reihen je Zentimeter. So, meine Armmaschen, also wir haben jetzt hier ganz unserem Ärmel. So, diese Maschen hier oben bei mir, da ist ja nun bei jedem verschieden, die sind insgesamt 50 Maschen. Also meine Ärmelmaschen betragen 50 Maschen. Hier unten das Bündchen. Ihr kennt das ja von meinem letzten Pullover auch. Ich mag das hier unten, wenn das hier immer ein bisschen enger ist. Aber auch das könnt ihr frei wählen. Ich nehme die 24 cm hier für mein Bündchen. So, und jetzt müssen wir als allererstes erstmal die Armlänge hier, wie lang soll euer Arm sein? Ich bin ja relativ groß, habe also auch sehr lange Arme. Bei mir sind das, oder ich möchte es auch 50, aber Zentimeter. Also meine Armlänge insgesamt soll 50 Zentimeter haben. So, jetzt müssen wir ausrechnen, wie viel diese 50 Zentimeter in Reihen sind. Und zwar dafür, da hilft uns natürlich hier unsere Maschenprobe. Also Armlänge sind ja die 50 Zentimeter.
mal hier die Reihen, die wir bei 10 cm hier errechnet haben. Also in meinem Fall sind es ja die 15 und das Ganze geteilt durch 10. Das ergibt bei mir 75. Also meine 50 cm ergibt 75 Reihen. So, 75 Reihen oder Runden sind es ja, muss ich stricken, dann habe ich meine 75 cm erreicht. So, nun geht das weiter. Und zwar, jetzt müssen wir einmal das Handgelenk ausrechnen. Ausrechnen müssen wir das natürlich nicht. Das haben wir. Wir haben ja diese 24 cm für das Handgelenk oder fürs Bündchen unten. Also die 24 cm mal, jetzt nehmen wir wieder hier die Maschenprobe, die Maschen, die wir insgesamt ja bei 10 cm auf der Nadel hatten, mal 12 geteilt durch 10. Gibt bei mir 28,8, also ich nehme die 28. Und das Ganze müssen wir jetzt noch einmal geteilt durch 2 nehmen. Das ergibt bei mir 14. Warum berechnen wir das Ganze so? Und zwar, es geht jetzt darum, in welcher Reihe oder Runde wir abnehmen, dass wir hier eine schöne Ärmelschräge haben. So, und das kommt nun. Und zwar errechnen, haben wir jetzt ja hier die 75 errechnet. Die schreibe ich mir hier vorne hin. 75 geteilt durch das, was jetzt daraus gekommen ist. Geteilt durch bei mir ist es die 14. Sind 5,35. So, kann man natürlich nicht. Ich werde jetzt diesmal aufrunden und zwar auf 6. Also, das heißt, ich muss jetzt in jeder sechsten Runde, also in jeder sechsten Runde, muss ich 2 Maschen abnehmen. So, und zwar machen wir das so, dass wir immer auf der ersten Nadel, also ich werde das Ganze mit einem Nadelspiel, also am Anfang und am Ende ist es vielleicht besser. Also das ist ja hier unser Anfang und unser Ende. Am Anfang und am Ende der Runde werden wir jeweils eine Masche abnehmen. Und zwar stricke ich immer eine Masche rechts. Dann kommt meine Abnahme und hier auch eine Abnahme und zum Schluss nochmal eine Masche rechts, dass ich die Abnahme nicht direkt nebeneinander liegen habe. Also immer erst noch eine Masche rechts dazwischen. So, das ist unsere ganze Berechnung, ganze Zauberei. So schlimm ist das gar nicht, finde ich. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist es eigentlich sehr logisch und ich habe schon etliche Pullover nach diesem Schema gestrickt und bei mir haut das immer wunderbar hin. So, dann müsst ihr jetzt einmal ausrechnen und dann fangen wir an, unseren Ärmel zu stricken. So, ich werde jetzt die ersten Runden doch noch mit meiner Rundstricknadel. Ich habe jetzt hier noch eine ganz andere Nadel ins Spiel gebracht. Ich habe extra für meine Ärmel so ganz kleine Nadeln. So, werde aber tatsächlich dann auf ein Nadelspiel umswitchen. Ich möchte am Anfang tatsächlich jetzt, wenn ich habe jetzt hier 45 Maschen in meiner Runde und muss ja jetzt hier aus diesem Riesenloch noch 5 Maschen rausnehmen. Und das mache ich jetzt auch einmal flugs, also einfach 5 Maschen rausnehmen, 1, 2, 3, nehmen wir hier noch eine raus, 4 und die 5.
Nee, die mag ich jetzt doch nicht. Ich glaube, ich nehme diese. Also, ihr seht, da gibt es jetzt kein falsch, kein richtig oder irgendwas. So, und jetzt stricken wir 6 Runden in meinem Fall einfach erstmal rechts rüber und dann stricken wir die Maschen, also wie ich euch gesagt habe, eine Masche rechts am Anfang, dann 2 Maschen rechts zusammen, stricken weiter, bis wir hier hinten bei der letzten Masche oder den letzten 3 Maschen angekommen sind und hier stricke ich auch 2 Maschen rechts zusammen, eine Masche rechts. So, ich denke, das muss ich euch jetzt nicht extra zeigen, wie man rechte Maschen strickt. Und ja, ihr strickt jetzt so lang, bis wir, ich denke, hier unten so angekommen sind. Und dann kommt ja hier noch unser Bündchen drunter. Und das machen wir dann, wenn wir soweit sind. So, ratzfatz gestrickt. Es ist ja mal schön, dass man das so schön machen kann auf Pause und so. Also ich bin jetzt wirklich so weit und ihr seht also so, das ist so schön gleichmäßig, die Abnahmen, genau so möchte ich es haben. Bei mir geht jetzt der Pulli auch bis hier oder der Ärmel. So, ich habe die Abnahmen so lang gemacht, bis ich nur noch, ich glaube, hatte ich eben 2 Maschen über. Ich meine, ja, bis ich nur noch 2 Maschen hier vorne bei den ersten beiden über hatte. So, und ich habe jetzt insgesamt noch 32 Maschen hier auf meinem Nadelspiel. Habe das auch schon die Maschen wieder gerecht verteilt. Ne? Ich hatte jetzt hier vorne jeweils noch 2 Maschen über. Habe das jetzt aber verteilt schon auf je 8 Maschen. Auch hier bei dem Ärmel werde ich natürlich umswitchen auf eine Achternadel. Ihr hört es schon klimpern. Es gibt leider die Zehnernadeln nicht mehr in den Cubics. Ich habe sie jedenfalls nicht bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass es die Cubics in Zehner gibt. Also daher habe ich auch, die sind auch von Knit Pro, habe ich auch tatsächlich lange für gesucht. Ich habe tatsächlich eine 10er und eine 12er im Internet gefunden, habe auch tatsächlich lange für gesucht, aber so für einen Ärmel und der Hund, der fängt schon wieder an zu wühlen. Ach, das gibt's doch nicht. So, aber ich werde jetzt auch einmal umswitchen auf die Achternadel und das werde ich jetzt auch in der ersten Runde. Werde ich auch nur rechte Maschen stricken und dann von 10 auf 8 einmal umspringen. Und dann werde ich auch hier natürlich dann das Bündchen stricken, was ich unten gestrickt habe, mit eine rechts verschränkt und 2 Maschen links. So, und im Grunde genommen war es das jetzt schon, weil der Hund, der kriegt sich, glaube ich, jetzt heute hier nicht mehr ein. Mein JJ ist schon ziemlich, ziemlich alt, ist auch schon fast blind und er muss wühlen und schnüffeln und bis er alles so seinen rechten Platz findet. So, also ich werde das jetzt hier machen und werde dann auch hier das Bündchen, was ich euch eben gezeigt habe, ne, eine Masche rechts verschränkt, 2 Maschen links, werde ich hier stricken. Den anderen Ärmel strickt ihr natürlich genauso. Und dann im nächsten Video zeige ich euch noch, wie wir den Schalkragen stricken. Also es kommt ja jetzt hier noch ein Kragen oben dran. Ne, das bleibt ja natürlich nicht so. Und dann zeige ich euch noch, wie wir hier oben den Kragen einmal stricken. So, jetzt strickt ihr den zweiten Ärmel ganz genauso. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder für den Kragen. So, wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben. Die Glocke nicht vergessen. Und ihr müsst natürlich vorher abonnieren. Dann bekommt ihr immer schön Nachricht, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wird. So, dann
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Bianca vom Wohlaus-Team.